Moin Leute, ihr kennt das. Ihr sitzt in der Schule und auf einmal, bam, kommt irgendein Begriff, den ihr noch nie vorher in eurem ganzen Leben gehört habt. Schön dumm. Wenn aber dieses Wort zufälligerweise Vorranggebiet war, dann habt ihr jetzt Glück. Denn in diesem Video schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Erstmal vorneweg. Vorranggebiete haben was mit Raumplanung zu tun. Bei der Raumplanung setzen sich ein paar clevere Leute zusammen, sogenannte Raumplaner, und erstellen für eine bestimmte Stadt oder Gemeinde einen Flächennutzungsplan. In dem ist dann ganz genau geregelt, welche Fläche wofür genutzt werden soll, damit am Ende nicht blankes Chaos ausbricht. Also zum Beispiel Wohn- und Industriegebiete, Waldflächen und so weiter. Und in diesen Flächennutzungsplänen können die Raumplaner bestimmte Flächen auch als Vorranggebiete ausweisen. Aber was ist das jetzt genau? Für alle Jura-Nerds werfen wir da mal einen kurzen Blick in das gute Raumordnungsgesetz. Hier steht in § 7 Absatz 3, Vorranggebiete sind Gebiete, die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgesehen sind und andere raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen in diesem Gebiet ausschließen, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen nicht vereinbar sind. Ja, klar, oder? Naja, schauen wir uns mal ein Beispiel an. Wir haben hier eine schicke, unbebaute Fläche. Die Raumplaner schauen sich das Ganze an und kommen zu dem Ergebnis, Leute, Windkraftanlagen passen hier ganz gut hin. Also weisen sie das Gebiet als Vorranggebiet für Windenergie aus. Zum einen heißt das, dass ab jetzt hier nichts mehr gebaut werden darf, das nicht mit den Windkraftanlagen vereinbar ist. So ein Neubaugebiet mitten in einem Windpark geht zum Beispiel nicht. Also wird hier das Bauen von Wohnhäusern verboten. Aber auch Bauvorhaben, die theoretisch mit den Windkraftanlagen vereinbar sind, haben es hier jetzt schwer. Denn auch wenn viele andere Leute Interesse an einer bestimmten Fläche in dem Gebiet haben, bekommen die Windenergieunternehmen hier immer den Vorrang. Man nennt das dann auch Genehmigungsanspruch. Die Wahrscheinlichkeit, dass in einem Vorranggebiet für Windenergie auch tatsächlich Windkraftanlagen gebaut werden, ist also ziemlich hoch. Ein solches Gebiet gibt den Energiekonzernen also die Möglichkeit, unter einfachen Bedingungen an Flächen für ihre Windkraftanlagen zu kommen. Das sorgt auch dafür, dass die Dinger nicht überall hingebaut werden, sondern sich auf einen bestimmten Bereich konzentrieren. Denn teilweise ist es für die Unternehmen wegen der hohen Auflagen bei dem Bau von Windkraftanlagen gar nicht möglich, außerhalb der Vorranggebiete an Flächen zu kommen. In Deutschland sind die Vorranggebiete für Windenergie übrigens häufig in der Nähe von Autobahnen. Da will eh keiner wohnen. Deswegen sieht man beim Autofahren auch immer so viele von den Dingern. Abseits der Windenergie gibt es natürlich auch viele andere Vorranggebiete. Zum Beispiel für die Wasserversorgung, für Natur und Landschaft oder für die Rohstoffgewinnung wie Kies oder Torfabbau. In einem Vorranggebiet für Natur und Landschaft darf also zum Beispiel nichts gebaut werden, was den natürlichen Raum irgendwie negativ beeinflussen könnte. Alles klar soweit? Fassen wir nochmal zusammen. Vorranggebiete werden für die Raumplanung genutzt. Dabei wählen Raumplaner ein bestimmtes Gebiet aus, das dann vorrangig für eine bestimmte Funktion genutzt werden soll. Alle Unternehmen, die Gebäude zu der vorrangigen Funktion bauen wollen, haben dabei einen Genehmigungsanspruch und können unter einfachen Bedingungen ein Stück Land kaufen. Alle Bauvorhaben, die nicht mit der vorrangigen Funktion vereinbar sind, werden verboten. Vorranggebiete gibt es zum Beispiel für die Windenergie, die Wasserversorgung, für Natur und Landschaft und die Rohstoffgewinnung. Du schreibst demnächst eine Klausur und musst dich jetzt darauf vorbereiten? Mit dem intelligenten Lernplan in der SimpleClub-App ist das kein Problem. Schritt 1, sag uns die Themen und das Datum der Klausur. Schritt 2, die App erstellt dir den perfekten Lernplan für dich mit allem, was du brauchst. Schritt 3, du siehst jeden Tag, was du lernen musst, um pünktlich vorbereitet zu sein. Wir sagen dir sogar immer, wie gut du vorbereitet bist. Also, worauf wartest du noch? Klick jetzt hier und erstell deinen ersten Lernplan. Bis gleich.